Milord, euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Stadt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl? Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, als das zu machen, ne? Schatten des Titans war doch hier oben irgendwo. Oh, war das hier oben oder unten? Ne, hier unten war das. Rotten wir mal schnell hin. Woody, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und gestern war nicht zu langweilig für dich. Nicht gegen die Wand. Aber ich sag mal so, wenn ihr beide auf dem Boden liegt, ne? Joshua. Das ist das definitiv kein Problem für Manuel. Den Flugwagen. Es ist zwar deine Spezialität, Schatz, aber du liegst ja am Boden. Schön, dass es dir aufgefallen ist, dass er da ist. Aus Rossfield. Ja!
Mühsal. Wasser Königsmörder. Nein, wir machen schon wieder einen auf Königsmörder. Gut, dass ich kein König bin. Das hat mich erwischt. Das war's. Also, so war das nicht gemeint, also, sondern weil du doch gestern in der Tagung warst. Deswegen, das meinte ich mit zu langweilig. War schön zu hören, dass ich nicht zu langweilig für dich bin. Ist das der Herzstein? Lady Godithar wird es wissen. Du bist gerade erst gelandet, krass. Gleich an den Rechner dann der Bruderliebe. Ja! Wahre Liebe gibt es nur unter uns Brüdern. Nee, die Map wollte ich nicht. Die Map wollte ich. So. CF14 hatte keinen Sprit mehr. Eieiei. Jetzt noch da oben? Ja. Ihr seid wohlbehalten zurück. Dann ist der Greif besiegt. Und der Herzstein errungen. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden, euer Vater wäre so stolz. Lady Godessa? Der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Die Armbänder sind fertig. Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde, innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen, als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde.
Danke, Lady Godetha, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalit eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godetha, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach mal so Schmuck. Mit Wurstwasser fliegt es, genau. LP geht zwar hoch, aber Verteidigung um 3 runter? Das ist von Daddy. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Frage. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Wisst ihr, ich stelle mir das gerade ein bisschen komisch vor. Weißt du, wir gehen dann essen, vollfuttern etc. Und Eis muss dann noch nach Frankreich. Weißt du, dann kommt so diese Melodie, ne? I'm walking. Nach der Stadtgrenze siehst du ihn schon, wie er nur noch am Gehen ist. Dann kommt er an die erste Grenze, läuft dann schon auf Zehenspitzen, weil die Fußsohle schon schmerzt. Und wenn er dann endlich in Frankreich ist, so kurz vor der Maschine, siehst du ihn dann im nächsten Blick, wie er am Boden liegt. Und sich nur noch so nach vorne zerrt. Ja. Und dann ist er endlich bei seinem Flugzeug, macht den Tankdeckel auf und hält seine Tröte rein. Und dann hörst du, do you really want to hurt me? Weißt du, und er lässt es raus. Oh. Und dann dieses schöne Gestöhne dabei. Oh, danke, endlich konnte ich auf Toilette. Oh, und das alles dank des Wurstwassers.
die Weltkarte. So, wo ist das jetzt mit Daddy? Daddy, Moment mal. Mecklenburg. Wir nehmen doch den da raus. Da. Da ist es. Will ich nämlich noch machen. Kunst ist ja, das Wurstwasser bis dahin zu halten. Jeder Tropfen weniger bedeutet ja mehr Meilen. Deswegen ziehst du dich ja nur noch hoch. Oh ja, das wäre wirklich schlimmer. Oh ja. Die Melodie. Ja. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Denkst du, wir sind stark genug? Um die Welt zu retten? Bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was wir jetzt wissen, wozu Mutter in der Lage war, aber vielleicht mit den Armbändern, ihn bei uns zu wissen, hätte sicherlich geholfen. Ach, komm schon, hört auf mich zu jagen. Ja, die wollen mein Wurstwasser, definitiv. Da vorne ist es. Das ist eine komische Stelle. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönixtor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Für mich war er mein größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja, und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen. Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn. Das war doch ein hervorragender Abschluss. Ey, sogar eine Stufe erhöht. Level 48. Mega nice.
Beistand von Joshua. Joshua hat sich der Gruppe angeschlossen und wird bis auf Aufbruch nach Ursprung bei Clive bleiben. Aha.